Sagen Sie, wenn Herr Butkus zum Beispiel sagt, weil uns allen sonst etwas fehlen würde, dann ist das mit Verlaub schlicht falsch. Es gibt Menschen, denen dann etwas fehlen würde, weil die das öffentlich-rechtliche Programm schätzen und gerne schauen. Und das sollen die gerne tun. Die Frage ist, warum sollten andere dafür bezahlen, die daran nicht interessiert sind? Sie sagten eben in Ihrer Moderation sogenannte Zwangsfinanzierung. Ich sage Ihnen, es ist eine Zwangsfinanzierung, denn schauen Sie mal nach den Menschen, die dieses Programm nicht sehen wollen, die aber dennoch zur Zahlung zwangsweise herangezogen werden. De facto ist das eine Rundfunksteuer, die wir haben. Und wie der junge Mann gerade ganz richtig sagt, im Wesentlichen ist das eine Steuer auf Entertainment. Nun habe ich ja nichts dagegen, dass die Menschen Tatort oder weiß auch immer, was sie sehen wollen, sich anschauen. Aber dann mögen sie dafür bezahlen. Wenn ich Fußball gucken will, dann muss ich dafür auch bezahlen. Wieso müssen Menschen, die nicht Fußball gucken wollen, und das ist das, wofür das meiste Geld ausgegeben wird, wieso müssen die eigentlich die Fußballguckerei der anderen mitbezahlen? Dafür wird im öffentlich-rechtlichen Bereich am meisten Geld ausgegeben und das ist überhaupt nicht einzusehen. Denn das ist nichts, was eine besondere Kulturleistung wäre und Sie können da selbstverständlich über Bezahlfernsehen heute machen. Das kann jeder tun. Und es ist eben nicht sozial gerecht, alle zwangsweise heranzuziehen. Das übersieht zum Beispiel, dass wir sehr viele sozial Schwache haben, die ganz anders als Herr Eicher das darstellt, durchaus nennenswerte Einbußen haben, wenn sie 210 Euro im Jahr zahlen müssen. Und das, obwohl sie keinen Fernseher haben, die Befreiung beantragen, aber dennoch zwangsweise zur Zahlung herangezogen werden. Ich sage Ihnen, das ist hochgradig ungerecht und es ist tief unsozial, wie dieses System finanziert wird. Ich muss es einfach sagen, ich finde es einigermaßen absurd, wenn der Herr Eicher hier ein Handy rauszieht, darauf verweist, dass jeder eines hat, also 100% der Haushalte haben ein Empfangsgerät und daraus dann unterstellt, dann können die das alle nutzen, also müssen die alle zahlen. Mit Verlaub, die meisten Menschen werden wahrscheinlich ihr mobiles Empfangsgerät, vulgo Handy, nicht dazu nutzen, sich ARD, ZDF, Hansi Hinterseher oder sonst was anzuschauen, sondern zum Telefonieren, zum Austauschen von Nachrichten und anderem. Also die bloße Tatsache, dass Menschen Handys haben, als Begründung dafür zu nehmen, sie zur Zahlung heranzuziehen, ist an Absurdität mit Verlaub nicht zu überbieten. Sie haben vorhin die Argumentation, die Qualität hat nachgelassen. Woran machen Sie das fest? Der öffentlich-rechtliche Rundfunk, der hat ja den Auftrag, objektiv und ausgewogen und ein breites Meinungsspektrum vorurteilsfrei darzulegen. Und das hapert in den letzten Jahren. Und das haben Sie auch, das können Sie auch daran festmachen, dass die politische Orientierungslosigkeit zugenommen hat. Die Bürger, das Bild, was der öffentlich-rechtliche Rundfunk darstellt, gibt nicht die Lebenswelt der Bürger wieder. Sie finden sich da nicht wieder. Deshalb hat auch das Vertrauen zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk gelitten. Und zum anderen glauben die Parteien, dass das Bild, was ihnen gezeichnet wird, die Meinung ist der Bürger. Aber es ist nur die veröffentlichte Meinung. Die Bürger haben anderes. Und deshalb fühlen sie sich auch nicht mehr von den Parteien vertreten. Und da ist gewaltiger Nachholbedarf für das öffentlich-rechtliche Fernsehen. Der Name ist Frank Hennecke. Ich bin einer der Beschwerdeführer beim Bundesverfassungsgericht gegen den sogenannten Rundfunkbeitrag. Herr Eicher hat die Sache nicht auf den Punkt gebracht. Sie haben mit der Novelle aus dem Jahre 2011 das frühere Gebührensystem in ein Zwangssystem überführt. Vorher konnte man auch frei wählen, ob man ein Rundfunkgerät vorhält, Fernsehen schaut oder nicht. Man war frei. Und wer kein Gerät hatte, musste nicht zahlen. Jetzt haben Sie ein Zwangssystem eingeführt. Frage, warum eigentlich? Woher, wieso ist jetzt erst eigentlich die freie demokratische Willensbildung gewährleistet? War sie es vorher denn nicht? Da ist ein massiver Unterschied zwischen früher und heute. Darauf möchte ich bestehen. Und der Stein des Anstoßes, der überall auftaucht, bei jedem Bürger, ist, dass jeder, der eine Wohnung hat, zwangsverpflichtet wird, den Rundfunk zu finanzieren. Allein die Wohnung, ob er teilnehmen will oder nicht. Dieser Zusammenhang zwischen Wohnung und Finanzierung wirft auf der einen Seite ungeheure Ungerechtigkeiten hervor, auf die Herr Meuthen hingewiesen hat, und stößt sich auf der anderen Seite mit der grundgesetzlichen Finanzverfassung. Sie nennen etwas einen Beitrag, was nach dem Finanzrecht, nach der Finanzverfassung kein Beitrag ist. Und Herr Hennecke,